So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge ProMods. Wie ihr seht, wir haben heute ein super Wetter. Das idealste Wetter für Außenarbeiten, Gartenarbeiten, LKW-Lade-, Abladearbeiten. Aber zum guten Glück haben wir da schon unseren Auflieger bereit. Wir müssen weder die Ware noch aufladen, noch die Ladungssicherung vornehmen. Abfahrtskontrolle haben wir eh schon durchgeführt, oder? Ich denke mal schon. Und so geht's schon am Donnerstagmorgen los. So, satteln wir mal auf. Also, da der eine oder andere immer wissen will, was wir aufgeladen haben. Also, wie ihr seht, Traktoren und wir fahren nach Bratislava zum Depot von der Postbiet. So, dann beginnen wir mal die Fahrt. Oh, es hat aufgehört zu regnen. Oh, es fängt wieder an. So, Schweller. Dann fahren wir mal langsam über den Schweller drüber. Denn da schneller drüber fahren überhaupt mit Gewicht ist nicht das Wahre überhaupt für den... Für die, erstens mal für die Ware, zweitens für die Aufhängung vom LKW oder / BKW. Hört euch da auch immer abraten davon, schnell drüber zu fahren. So, hier müssen wir nach links. Ich bleibe immer ein Stückchen zurück, so kann der, wenn da ein LKW kommt von der Querseite oder von der Seite, der weiter ausfahren muss, da abbiegen muss, so hat der den ganzen Platz, den ich eigentlich freigelassen habe, zur Verfügung. Spart ihr euch je eine Menge Ärger und kosten tut es euch gar nichts. Und wenn ihr da irgendwo abbiegen müsst und der eine LKW-Fahrer gibt euch auch Abstand, damit ihr einschlagen könnt, ausfahren könnt und so weiter, seid ihr auch froh. Deshalb habe ich mir immer angewohnt, nicht ganz vorfahren bei den Kreuzungen. Einfach ein wenig weiter zurückbleiben, dass da jeder Freiraum hat und ganz einfach handeln kann. Oh, es hält auf, es fängt an klar zu werden, die Regentropfen werden weniger. Ja, die Lichter schalte ich trotzdem ein, beziehungsweise schalte ich deshalb nicht aus. Ich wollte gerade den Scheibenwischer betätigen und ausschalten, aber ich habe mich da vertippt wieder mal. Wie so oft. Ja, das kennt ihr eh schon von mir. Übrigens, wie gefällt es euch, wenn ich da Folgen von der ProMods mache, von ADS, von ETS, Truckers MP und so weiter. Ich hoffe mal, es kommt mit der Zeit gut bei euch an. Momentan sind da die Aufrufe nicht gerade hervorragend, aber naja. Momentan schauen auch wenig Leute PVZ zu, deshalb habe ich mir gedacht, fängst mal in der Zwischenzeit mal was Neues an und schauen wir mal, wie sich die Situation mit PVZ entwickelt. Auf jeden Fall habe ich da viele Ressourcen übrig, die ich euch zur Verfügung stelle. Sprich, es werden in Zukunft noch viel, viel, viel mehr Sachen entstehen. Andere fallen dann wiederum weg. Aber das werdet ihr eh sehen. Und mitbekommen. Also ihr schaut nicht mehr vorbei. Das wäre dann wieder weniger gut.
Also 80 dürfte ich fahren, 90 fahre ich. Ich habe mir nur gerade meinen Ventilator zurechtgedreht, dass ich da ein wenig Frischluft kriege. Ich glaube, ich gehe mal schnell tanken noch. Weil zwar habe ich einen Tank circa halb voll. Ich habe da lieber zu viel drin als wie zu wenig. Das kennt ihr von mir eh mittlerweile, dass ich da eigentlich sehr drauf acht gebe und schaue eigentlich, dass ich da immer Treibstoff in Hülle und Fülle habe. So Leute, herzlich willkommen zu der weiteren Folge, ja zu der gleichen Folge wie vorhin mit ETS 2 Promods. Also vorhin hat es mir ja das Spiel abgekackt, sprich ich bin da stecken geblieben, es ruckelte nur mehr und auf einmal kam die Meldung, das Spiel ist abgestürzt. Deshalb habe ich das Spiel jetzt neu gestartet und siehe da, das Spiel hat mich zurückgesetzt auf einer Tankstelle. Ich weiß jetzt, ui, den habe ich gar nicht bemerkt. Ich weiß jetzt gerade im Moment nicht, wo ich bin. Ich weiß nur, dass ich da den Anhänger noch habe, den gleichen wie vorhin. Ich weiß jetzt auch nicht, ob wir da zu spät dran sind. Ob wir wieder an die gleiche Stelle kommen. Ich habe momentan keinen blassen Schimmer. Also auf jeden Fall, es fehlen uns noch 2 Stunden 4 Minuten bis ans Ziel und 126 Kilometer. Also hier waren wir sicher vorhin schon mal, weil ich ja hier gesagt habe, ich finde das schön, wie die Sonne über den Bergen da strahlt. Da bin ich noch ein wenig weiter vorgefahren. Da kam eine Kreuzung, kann sein. Dann ist das Spiel abgestürzt. Also wenn ich wirklich den Berg da gemeint habe vorhin, dann kann ich einfach einen Cut machen, schneide ich einfach das Video und füge es dann zusammen, dass ihr von dem Absturz nicht bemerkt oder zumindest kaum was bemerkt. Bemerken werdet ihr es sicher, weil ich da ja gequatscht habe. Aber wie gesagt, ich kann da nichts dafür. Ja, hier beim Schloss sind wir auch vorbei, das weiß ich noch. Weil ich die Ansicht eigentlich auch gut fand vom Schloss. Mal schauen. Dann hat es hier angefangen zu laggen. Und schon wieder. Ungefähr hier hat es vorhin halt geleckt. Und dann auf einmal kam die Meldung, ETS 2 wurde beendet. Jetzt anscheinend hält das Spiel das aus. Ich weiß nicht, wo da das Problem war.
Weil heute kam zwar ein Update von ETS rein, aber ich denke mal, da es ja die gleiche Version geblieben ist, nur die Endung hat sich da verändert. Dass es da eigentlich zur Pro-Mods keine gröberen Probleme geben sollte. Ansonsten muss ich ja eigentlich ETS in der alten Version starten. Naja, aber jetzt stürzt es nicht mehr ab, also wird schon alles in Ordnung sein. Noch eine Stunde bis ans Ziel und 53 Kilometer. Tolle Aussicht, oder? Findet ihr nicht? Sind in Wien wirklich so hohe Hochhäuser? Ich bin zwar in Wien ein paar Mal gewesen, aber sicher nicht die Hochhäuser dazu anzuschauen. Ich bin da auch nur kurzzeitig gewesen, weil ich da nach Ungarn gefahren bin. Da bin ich ein paar Mal eben mit dem Zug hin. Und da hatte ich eigentlich nicht da so Zeit, mich in Wien umzuschauen, weil ich von West zum Ostbahnhof musste oder umgekehrt. Also hier hatten wir ja gestern unseren Unfall. Auffahrunfall. Zumindest die gleiche Fahrsituation und die gleiche Ausfahrt war's. Ob es jetzt die gleiche City war, weiß ich nicht mehr. Ich habe da nicht gespeichert in mein Hirn oben, wo ich gestern war, genau. Sprich die Straßen, Abschnitte, Städte, Länder und so weiter. Ich kann mich nur erinnern, dass da die gleiche Ausfahrt war. Ob es jetzt Wien war, weiß ich nicht mehr. Müsste ich nachschauen, aber so schlimm. Und interessant ist das ja auch dann nicht. Wer die Folge gesehen hat, weiß es und der andere kann gern selbst nachschauen. Der Titel war, weiß ich jetzt auch wieder nicht, zumindest ein Thumbnail stand oben, Auffahrunfall. Weil ich ganz unbeabsichtigt darauf hingewiesen habe. Ne, auf jeden Fall, ich habe da im Thumbnail reingetan, Auffahrunfall, weil ich habe ja da keine Probleme, mal zuzugeben, dass ich einen Unfall hatte. Ist ja nicht weiter schlimm. Ja, ich glaube aber wirklich, dass ich da gestern schon war. Ja, genau. Weil Hainburg an der Donau, erinnere ich mich noch. Dann schauen wir mal kurz nach Bratislava. Mussten wir heute nicht irgendwo anders hin? Puh! Aber gestern hatten wir keine Traktoren drauf. Nö. Na, dann wird das schon seine Richtigkeit haben. Ich war mir eben jetzt unsicher, nicht dass der da einfach den Spielstand von gestern irgendwo nach Nunfa weitergenommen hat. Aber gestern hatten wir keine Traktoren drauf. Mir kam es jetzt nur so komisch vor, weil wir genau die Strecke gestern schon hatten. Aber das wird schon seine Richtigkeit haben. Tja, seht ihr mal, wenn das Spiel abkackt mittendrin. Dann kommen auf einmal solche Zweifel auf. Okay, noch 8 Minuten bis ans Ziel, 7 Minuten und 2 Kilometer.
sind wir direkt vor dem Ziel. Einmal nach links abbiegen, dann nach rechts und dann links und dann sind wir schon am Depot und können absatteln und mal schauen, ob wir da alles richtig gemacht haben, ob er uns den Auftrag den richtigen weitermachen lassen hat oder ob da, wo das Spiel abgestürzt ist, einen anderen Auftrag rein hat, aber Traktoren hatten wir gestern keine drauf. So, wir gehen mal auf Nummer sicher wie immer. So, schalten wir kurz den Motor aus, satteln ab und schauen uns mal die Ergebnisse an. Okay, 9848 Euro und 227 Erfahrungspunkte. So Leute, das war's mal von der Folge. Es tut mir leid, dass ich mittendrin cutten musste, aber wie gesagt, das Spiel ist plötzlich abgestürzt. Ich habe es danach zwar neu gestartet. Ich hoffe, dass ich da irgendwie einen Zusammenschnitt kriege, dass ich direkt von der Stelle, wo es abgekackt ist, weitergeht. Also bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr da wart. Tschüss!